und guten Morgen. Heute ist der letzte Tag des Jahres. Ich kann es gar nicht glauben, das Jahr ist so schnell vergangen. Es ist echt schnell vergangen. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt schon mal ein schönes neues Jahr, also Prosit Neujahr. Und ja, ich hoffe einfach, dass es ein schönes Jahr war für euch und dass ihr gut in das nächste Jahr sozusagen reinrutscht. Jetzt gibt es auch einige neue Updates, von denen ich euch erzählen kann. Denn ich habe kein Handy mehr und das Lustige ist, mein Freund hat jetzt auch kein Handy mehr. Ich erzähle euch dann später mehr, was passiert ist. Es war echt richtig komisch. Also es ist wirklich so, weiß ich nicht, wie so Schicksal oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das echt komisch, wir haben beide kein Handy mehr. Weshalb ich jetzt auch auf Facebook gehen muss und ich verwende wirklich so gut wie nie Facebook. Also ich habe es früher verwendet, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt versuchen wir halt über Facebook irgendwie zu kommunizieren, weil wir wissen nicht, wie wir sonst uns gegenseitig schreiben sollen. Und ja, jetzt mache ich das über Facebook. Und ja, ich habe jetzt auch richtig viel Hunger schon. Ich werde mir jetzt was zum Essen machen. Und ich habe so Muskelkater auch und kann fast nicht gehen, weil ich eben gestern Po und Beine trainiert habe. Und ja, jetzt mache ich mir mal was Leckeres zum Essen mit ein bisschen Protein und ja, was Leckeres halt. Mal wisst, wie mein Handy jetzt aussieht. Also es ist jetzt so. Es war da am Anfang, also wir waren gestern im Fitnessstudio, es war da so ein bisschen lila und ich dachte am Anfang, ist es so Farbe, also es war wirklich violett und habe das versucht wegzugeben und wir dachten am Anfang, also ich und der Loisy auch, dass es irgendwie da so Farbe reingekommen ist, aber das war es nicht. Und es hat sich dann da auch ausgebreitet und wurde immer mehr und dann hatte ich eben so lila Flecken und dann ist das halt mit der Zeit auch da lila, irgendwie schwarz geworden. Und ich habe dann im Internet gegoogelt, es dann irgendwie geheißen, dass es ein Wasserschaden sein kann, aber ich habe wirklich nichts mit dem Handy gemacht im Wasser. Es war auf einmal im Fitnessstudio da und ja, das hat sich halt immer weiter ausgebreitet und ist jetzt ganz schwarz und ich kann nichts mehr machen. Ich habe es nur noch eben angesteckt, dass ich eventuell meine Daten noch absichern kann und das Ganze, aber ich sehe nichts, ich kriege nur Nachrichten, ich höre das alles, aber der Display ist irgendwie komplett kaputt, was ich echt komisch finde und das macht mich gerade irgendwie richtig fertig. So sieht jetzt mal die Mischung am Anfang aus. Da kommt jetzt auch noch dieses Schokoprotein-Drink rein, damit ich das Ganze vermischen kann. Mein Essen ist jetzt noch mit der Mikrowelle und meine Schwester kommt dann gleich und ich werde mich jetzt mal schnell umziehen gehen, weil eben mein Vater und meine Schwester eine Pizza gefahren sind, also ihr Verlobter ist halt auch dabei und ja, ich muss mich jetzt noch schnell umziehen gehen und da muss ich mich jetzt echt beeilen, ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Übrigens habt ihr schon meine coole Hogwarts-Hose gesehen. Die habe ich jetzt auch extra wieder für den Loisy hervorgekramt, weil die hatte ich früher schon, aber ich habe dann auch kein Harry Potter geschaut, was eigentlich wohl unnötig ist, dann eine zu kaufen. Aber ja, jetzt habe ich sie wieder hervorgekramt und habe eine Hogwarts-Hose. So sieht jetzt mein Kasten aus. Ich habe da nämlich neue Fächer gemacht, also da so ein Brett reingegeben, das hatte ich früher nicht und da auch. Da habe ich jetzt mehr Platz und kann jetzt wieder mein Gewand, was da unten noch nicht so schön zusammengeräumt ist, raufgeben. Und ja, ich bin jetzt auch schon fertig angezogen. Das ist das Outfit. Also, es sieht so aus, weil ich fahre dann später auch noch trainieren. Deswegen habe ich gleich meine Trainingshose angezogen und so einen Pulli einfach. Und ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall essen. Jetzt ist es wieder richtig schön sonnig draußen. Es hat fast 14 Grad oder 15. Ja, es ist auf jeden Fall überhaupt kein Winter irgendwie. Also Winter in Österreich ist nicht so der Fall. Mein Gott, schaut euch an, wie geil das einfach aussieht. Das sieht so lecker aus. Jetzt nehme ich mir noch Blaubeeren mit drauf, weil die gebe ich dann am Schluss immer rauf, weil die sind einfach kalt und ich liebe einfach kalte Blaubeeren oben. Ja, und die kommen jetzt in eine Schüssel und die leere ich mir dann einfach später rauf, weil jetzt mache ich noch ein Foto, stelle es auf meine Recovery-Seite wahrscheinlich. Ich mache gerade Fotos und so sieht das aus. Also sozusagen hinter den Kulissen. Ja, und dann mache ich einfach so das Foto hier mit der Kamera, mit der ich jetzt auch gerade filme. Und ja, das war's dann auch eigentlich. Und das ist jetzt das leckere Essen und das
werde ich dann später noch essen, weil jetzt gehe ich auch noch runter. Setze mich zu meiner Halbschwester hin und zu ihrem Verlobten und zu meiner Mom und zu meinem Dad und wir essen ein bisschen Pizza und ja, feiern halt ein bisschen Silvester gemeinsam vor. Und hier habe ich eben auch noch die Blaubeeren dann, die ich mit Ahornsirup überdingselt habe, weil das einfach, finde ich, besser schmeckt und die gebe ich dann einfach da drauf und ja. Ich habe jetzt Buch gelesen ein bisschen, habe ein bisschen Video geschnitten und mittlerweile geht jetzt auch die Sonne auch schon ein bisschen unter und ja. Jetzt werde ich mich dann auch noch bald auf den Weg ins Fitnessstudio machen und heute, glaube ich, trainiere ich nur so eine Stunde oder so und trainiere halt ein bisschen Rücken. Ja, und jetzt gönne ich mir vorher eben noch Baklava. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall ist es eine leckere Nachspeise. Ich glaube, in der Türkei. Ja, und ein paar Kekse eben von meiner Oma und dann backe ich mich auch, so, auch schon zusammen. Dachte ich mir, ich mache einfach hier ein paar kleine Übungen, weil ich die Woche noch nicht Rücken trainiert habe. Das heißt, ich werde jetzt 5 Minuten da laufen gehen und mache dann einfach ein paar Übungen. Also ich mache heute wieder ein kleines Homeworkout und wie ihr seht, in letzter Zeit komme ich jetzt nicht so regelmäßig dazu, ins Fitnessstudio zu kommen. Diese Woche irgendwie war alles ein bisschen stressig wegen Feiertagen, da bin ich dann auch nicht wirklich immer gegangen, weil wir halt viel mit der Familie auch gefeiert haben und ja, deswegen werde ich jetzt ein Homeworkout machen und ich werde euch einfach die Übungen zeigen, die ich mache. Und ich fange eben an, hier mal 5 Minuten mich aufzuwärmen. Ich war jetzt gerade laufen und ja, ich bin ein bisschen verschwitzt, aber es geht eigentlich. Und jetzt werde ich auch ein bisschen was für meinen Rücken machen. Und ich habe übrigens auch in meine Story gepostet, dass ich heute vloggen werde. Und ja, jetzt geht's auch schon weiter. Water's coming in, but you don't gotta sink. I know it's hard to breathe, you just need to want to. Anything you need, baby girl, I got you. Tell me what it is, tell me what you feel. Tell me you're alive, anything you heal. Maybe I don't understand, it's a promise I'ma be there. You don't gotta fake hotels, and I ain't even have to sell my soul, cause my soul sells. They wanna see me rise, no. They just wanna see me fall. My own way, my own way. I'm just gonna do it my way. My own way, my own way. They don't wanna see me rise. No. Ich bin jetzt wieder fertig mit dem Workout und ich fühle mich richtig entspannt und einfach gut. Und jetzt mache ich auch noch 5 Minuten Bauch und das mache ich wieder mit den YouTube-Videos vom Blockilates. Das habe ich euch im vorletzten Vlog, glaube ich, gezeigt. Und danach bin ich auch schon fertig und dann gehe ich duschen. Ich filme. Wem? Wem filmst du? Den Lift. Okay. Ja. Hallo. Fertig, das ist mein Silvester-Outfit. Ich habe drunter so ein Bandeau an und ja, das ist eine weiße Hose. Und vorher war ich eben nochmal bei meiner Halbschwester, also mein Vater und ich sind hingefahren und ich habe jetzt ihr altes iPhone bekommen und das freut mich mega, denn ich habe jetzt endlich zum Glück ein Handy, das ich benutzen kann und es ist so lieb von ihr und ich freue mich einfach mega und ich hatte noch nie ein iPhone
Und das ist echt cool und die Farbe ist auch gold und das finde ich auch richtig schön. Mal schauen, ob ich es mir behalte. Ich verwende es jetzt mal auf jeden Fall für die Zwischenzeit und bin echt mega glücklich, dass ich das jetzt habe. Und ja, das ist auch mein Silvester-Make-up. Und ja, das war's eigentlich. Also hier nochmal mein Outfit. Und ja, ich freue mich jetzt auch schon aufs Essen und dann eben Silvester einfach mit den Liebsten zu feiern. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich kann jetzt leider nicht mehr vloggen, weil heute noch so viel ansteht. Und ich hoffe, ihr habt Silvester alle gut verbracht und seid gut in 2018 reingerutscht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ja, es ist das erste Video, fällt mir gerade auf, in 2018. Wow. Ja, ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen ersten Tag im Jahr 2018. Bye.